Jetzt geht's auf in den Pornoschuppen hier. Auf in den Pornoschuppen. Schneeregen. Als würde jemand meinen Schädel mit einem Presslufthammer bearbeiten. Bist du sicher, dass es hier ist? Das ist die Adresse aus dem Bericht. Gut. Okay. Dann mal los. Mittlerweile kommt mir, glaube ich, auch die Stimme von ihm irgendwie bekannt vor. Von Hank. Die Stimme von Hank. Wessen Synchronstimme ist denn das nochmal? Aus irgendeiner Serie oder irgendeinem Film kommt mir gerade Hank seine Synchronstimme bekannt vor. Wie heißt es? Ein Androiden der Stadt. Jetzt weiß ich, warum du unbedingt her wolltest. Oh Mann. Die heißesten Androiden der Stadt also. Es klingt ja förmlich danach, ein Bier aufzumachen hier, wenn man schon in so einen Club geht. Bamsen. Fleischbeschau wie in Amsterdam. Sag mal, ist die da drinnen nass gespritzt worden? Connor! Was zur Hölle machst du da? Komm, Lieutenant. Nee, Bruce Willis ist es nicht, glaube ich. Hier haben wirklich viele im Angebot. Oh, warte mal, hier kommen noch mehr Angebote. Können wir jetzt irgendwie mit unserem Ding am Schädel irgendwie Geld überweisen in ihren Schlipper? Na, available. Ah, nicht für uns anscheinend. Haben wir eine Mission? Ich weiß nicht mehr, mit was für einer Mission wir hier angekommen sind. Wir wollten, glaube ich, ein asiatisches Mädchen finden und mit nach Hause nehmen. Also ich muss ja mal gucken, ist dieser Sport-BH von Calvin Klein? Ich glaube, ich habe ein Hilfiger-Logo da drinne irgendwie gesehen. Nein, oder hier. Hast du ein Hilfiger-Logo auf deinem Sport-BH? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Wir sind hier schon auf der Crime-Scene. Man muss doch gucken, was die Mädels hier anhaben. Kannst sie doch nicht einfach in Kickklamotten rumspringen lassen, in so einem Edelschuppen. Geht doch nicht. Geht doch nicht. Nichts gegen Kick oder irgendwas, aber. Lieutenant Anderson und sein Plastikfreund. Was wollt ihr beide denn hier? Wir bearbeiten alle Fälle mit Androidenbeteiligung. Ach ja? Tja, ihr verschwendet eure Zeit. Nur ein Perverser, der. Mehr bekam, als für ihn gut war. Wir sehen uns trotzdem mal um, wenn's recht ist. Cheersen. Na los, gehen wir. Irgendwie riecht sie doch nach Alp. Gabriel, level up, baby. Wie hast du euch dein Wochenende verbracht? Hoffe wenigstens angenehm und gediegen, wenn ich schon nicht live sein konnte und sowas. Analyze. Whoa, hey. Oh, Connor, das ist ekelhaft. Ich muss gleich nochmal kotzen. nice, hast du sowas. Erzähl, was gab's Schönes? Auf der Piste gewesen oder schön gediegen? Choose your fantasy. Oh. Brieftasche. Karte. Häschen. Anzug.
Darf ich gucken, was er für eine Fantasie gewählt hat? Nee, mit Battle Royals habe ich irgendwie nicht so wirklich was am Hut. Champagner. Warte mal. Gérard Depardieu, warte mal. Könnte vielleicht sogar sein, Hexen. Könnte sogar irgendwie sein. Im Führerschein steht Michael Graham. Kreditkarte. Erste Run, Gabriel. Und wir sind mittlerweile auch schon in dem Bereich, wo es blind für mich ist. Am Anfang gab es ein paar Sachen, ein paar Missionen, die ich schon kannte, weil ich das angetestet habe bei meinem Kollegen in Belgien, wo ich war. Das war bis zu dem Punkt, wo man sich mit Marcus wieder zusammensetzt. Ich habe auch alle Parts bisher auf YouTube hochgeladen. Oh. Er sitzt auf ihm und erwürgt ihn. Und auf Bargeld. Todesursache war kein Herzinfarkt. Er wurde erwürgt. Ja, er hat Druckstellen an seinem Hals. Aber das beweist gar nichts. Vielleicht steht er ja drauf. Vielleicht steht er drauf. Der einzige Weg, um auf seinen Speicher zuzugreifen, ist, ihn zu reaktivieren. Schaffst du das? Er ist schwer beschädigt. Wenn es klappt, habe ich nur eine Minute. Eher weniger. Ich hoffe lange genug, um etwas erfahren zu können. Nur eine Minute. Beschädigt und ich habe dich reaktiviert. Alles ist in Ordnung. Ist er tot? Sag mir, was passiert ist. Er fing an, mich zu schlagen. Wieder und wieder. Hast du ihn getötet? Nein. Nein, ich war das nicht. Warst du allein im Raum? War noch irgendjemand bei dir? Er wollte zwei Mädchen haben. Das wollte er. Wir waren zu zweit. Welches Modell war dieser Android? Sah er aus wie du? Ich mag annehmen, es war North. Da war noch ein Android. Das ist vor mehr als einer Stunde passiert. Der ist längst weg. Nein. In dem Aufzug konnte sie nicht unbemerkt nach draußen. Sie könnte noch hier sein. Würdest du merken, wenn von diesen Androiden hier einer ein Abweichler ist? Abweichler sind schwer zu erkennen. Oh, Scheiße. Da muss es noch etwas geben. Hast du es schon gespielt, Gabriel? Ein Augenzeuge, jemand, der sie aus dem Zimmer kommen sah oder so. Ich werde mal diesen Manager fragen, ob er was gesehen hat. Wenn dir was einfällt, sag mir Bescheid. Weiß der Manager denn nicht, wen er noch bestellt hat? Kannten Sie das auch? Menschliche Fingerabdrücke. Gleiches Modell. Einfach weg. Wir wissen nicht, was passiert ist. Sie haben nicht zufällig eine Überwachungskamera hier? Auf keinen Fall. Ich meine, deshalb kommen die Leute hier in den Ebenklang. Diskretion. Niemand weiß, wer hier ein- und ausgeht. Ja, natürlich. Die Geschäfte laufen gut, stimmt's? Ja, kann ich klagen. Das Gute an Androiden ist, sie sind zu allem bereit. Man holt sich bei ihnen nichts und sie schweigen wie ein Grab. Da lässt man die Sau raus. Tja,
Ja, je mehr ich über Menschen weiß, desto mehr mag ich meinen Hund. Verzeihung, Lieutenant. Könnten Sie mal herkommen? Was gefunden? Vielleicht. Können Sie diese Tracy mieten? Verdammt nochmal, Connor, wir haben Besseres zu tun. Bitte, Lieutenant. Vertrauen Sie mir. Ja, ja. Minuten für 30 Dollar. Macht auf der Spesenabrechnung aber keinen guten Eindruck. Denk auch dran, Gabriel, du kannst mit Ausrufezeichen Point. Schön, Sie kennenzulernen. Folgen Sie. Kannst du deinen Cash-Status auch abfragen? Jeder kriegt ein bisschen Cash zum Zocken hier. Yo, what the heck? Wie man die tanzen lassen kann. Ist das ein Orf oder nicht? Nicht weiter in der Zeitspanne. Ist das North oder nicht? Tracy steht da. Tracy, okay. Ja, er muss noch ein Essen dran hängen. Dann siehst du, wie viel Cash du hast. Kannst du auf diese Bossfight. Eine blauhaarige Tracy. Die Speicher der Club-Androiden werden alle 2 Stunden gelöscht. Uns bleiben nur Minuten, um noch einen Zeugen zu finden. Blue Hair Tracy, verdammt. Hey, was soll ich mit der jetzt machen? Sagen Sie ihr höflich ab! Sorry, Süße, das wird doch nichts. Nimm sie persönlich, du bist wirklich toll, aber ich. Also, er ist mein Partner und ich meine es. Jetzt ernsthaft? Probieren wir den hier. Hoffentlich bringt's. It turned back into the club. Er sah die blauhaarige Tracy. Ich weiß, wo sie hin ist. Dann hinterher. Das kann man hier eigentlich nicht rennen oder irgendwas. Hier sind überall Androiden, verdammt. Wie willst du herausfinden, welcher die blauhaarige Tracy gesehen hat? Ich... What the heck? Ich habe einen Fuß gesehen. Warte mal, was? Ja. Nichts.
gesehen. Ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. Bulle. Klasse. Oh. Er hat nichts gesehen. Ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. Das ist doch mit Abstand die neueste Untersuchung meiner Kinder. Na, ist doch. Die guckt schon so in diese Richtung von der Tür. Er würde den Raum sehen. Perfekt. Ich weiß, wo sie hin ist. Kommen Sie. Scheiße, Mann, das ist doch Wahnsinn. Lauf, Connor, lauf. Warte. Ich übernehme das jetzt. Ist er das? Scheiße! Wir sind zu spät! Das ist Blut. So touchable. First, dann schauen Sie die an! Man benutzt sie, bis sie kaputt sind und dann sind sie Müll! New Superpowers! Ich immer hinten hin. Oh komm. Oh. Sag mal. Hier ist er dabei. Keine Bewegung! Yo, what? Eine zweite noch? Oh. Voila.
Bro. Okay, Skynet is coming. Ey. Unterhöschen tight. Hand zu high. Hand high confirm. Die beiden halten Händchen. Schnell, sie entwischen uns! Hast du sie umgebracht? Sie hatte nichts mit der Sache zu tun. Als dieser Mann die Tracy tötete, wusste ich, ich bin die Nächste. Ich hatte Angst. Ich flehte ihn an, doch er hörte nicht. Also legte ich ihm die Hände um den Hals und drückte zu, bis er sich nicht mehr rührte. Ja, ich habe ihn umgebracht. Aber ich habe mich dabei nur verteidigt. Ich wollte doch nur leben. Ich wollte zurück zu meiner Geliebten und die Menschen vergessen. Ihren Geruch nach Schweiß, ihre schmutzigen Wörter. Aber du hast sie mir weggenommen. Ich liebe sie. Ich habe sie geliebt. Zumindest mehr Software-Instabilität bei uns gekriegt. Sehen wir, das wird vielleicht später noch so einen Punkt, so einen Ausschlag geben. Hank ist jetzt auf einmal nur noch warm. Das hat Hank irgendwie auch ziemlich runtergerissen. Wobei es mich überrascht. Es hat zwar Hank nach unten gerissen, aber es waren doch eigentlich nur Androiden für Hank. Eigentlich sind Androiden Hank doch völlig egal. Aber wenn das Hank runterzieht, bedeutet das so irgendwie so ein bisschen, dass Hank anfängt, irgendwie was für Androiden zu empfinden oder sie gleichzustellen?